Ihr wollt wissen, warum ich mich mit allen Spinnen rumplag? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ja, wir haben heute vor... Erstmal, wie ihr seht, ich habe die Leitung von dort hinten hochgebracht und hier rüber. Und wir haben jetzt hier vorne schön drei Leitungen Gas. Das ist viel mehr, als wir brauchen. Da sind jetzt irgendwie 1800 drin. Wir brauchen 706, knack. Also, eigentlich vollkommen drüber. Egal. Öl habe ich auch. Mit viel Geruckel... Ich hoffe, das hört sich gleich nicht wieder so scheiße an wie letztens. Von dort vorne geholt. Und ich habe auch so ein bisschen die Mauer durchgezogen. Das hatte ich auch schon gesagt, dass ich das wahrscheinlich machen werde. Ein bisschen dieses Biom eingrenzen und hinter einer Mauer verstecken. Im Moment regnet's. Heute wollen wir... sollte ich vielleicht einmal erst in der Karte gucken. Wo sind wir denn? Hier. Uns mal hier umgucken. Da müsste der Eingang zu der Höhle sein, aus der wir das Quarz bekommen. Ich möchte auch erst in die Höhle reingehen, das rausholen und dann eventuell auf dem Weg raus, je nachdem, wie, ne, wie es zeittechnisch aussieht. Wir brauchen ja noch 480 Kupfer, also 436, aber dann können wir hier auf jeden Fall kriegen. Und Roman Eisen 520, das sollten wir hier kriegen. Deswegen gehen wir jetzt hier runter und gucken uns da vorne um. Also wir gehen zu dem Eisen hin und schauen da mal. So, dafür geht's hier runter. Und dann schauen wir da unten mal. Ich hoffe, dass wir... Moment, wir kürzen ab. Ich hoffe, dass wir da auch schon genug Strom liegen haben, weil mein Zeug habe ich genug dabei. Ja, das sollte alles reichen. Insgesamt müssen wir ja noch irgendwie 6 Quellen erschließen. Das ist 2-mal Quarz, 1-mal Kupfer, 1-mal Eisen. Dann brauchen wir noch einmal ja, Limestone. Und 1-mal Uran natürlich. Weil ohne Uran wird das wohl nichts mit Atomkraft. So, da unten ist das ganze... Die ganze Kohle. Da wäre das Kupfer. Ich sehe es schon. So, dann kann ich hier runterspringen. Ja, und wir versuchen es einfach. War halb so wild. Oh, hi. Ups. Au. Warum? So. Okay. Die haben wir schon mal. Müssen wir mal gucken. Also die Kohle. Ja, eigentlich bei der Kohle müsste es da hochgehen, ne? Wie kommen wir denn an das Kupfer da ran? Wie sieht's denn da aus? Da können wir eigentlich ziemlich gut hochlaufen. Hier werden wir jetzt sowieso ein paar Freunde finden. Und erstmal kriegen wir den da vorne weg. So, also wenn ich so schieße, auf jeden Fall nicht. Vielleicht nehme ich doch das zuerst. Dauert zu lange. Wir schnappen uns den Kollegen. Wir versuchen es als erstes mit dem Kupfer. Muss ich sowieso gucken, wo wir Strom finden. Hier geht's hoch. Das war schon mal ganz gut. Okay, da fällt man einfach durch. Und hier
Einmal das Kupfer wegballern. So. Wie machen wir das? Das können wir eigentlich da hochlegen direkt. Produktion. Wir brauchen dafür aber erstmal den Kollegen. Ja. Danke. Ja, ja. Aus. So. Ich weg. Den Miner in die Richtung gehen lassen, so grob. Haben wir hier irgendwo Strom in der Nähe? Ich glaube, ich muss aber mal sich die Musik leiser machen. Den machen wir mal, ne? Auch die Musiklautstärke. Ja. Besser. Wo haben wir Strom? Da vorne. Ich glaube, den hole ich mir den jetzt erst hier hin. Weil wir haben da definitiv. Da oben auch. Den müsste ich mir eigentlich erstmal ranholen. Aber ich kann natürlich auch hingehen und erstmal den Kollegen hier draufstellen. Ja komm, das machen wir eben. Oh. Nein, ich habe hier gar nicht gesehen. Eieieiei. Mach nicht so was mit mir, das ist nicht nett. Wo hatten wir denn jetzt hier den Übergang darüber? Da ist noch so ein Kollege. Warte mal, ey, du solltest eigentlich weg sein. Ich hätte dich umgebracht. Ups. Oh, hey. Wie hast denn du den Weg geschafft? So. Sag mal. Was ist denn hier los? Hey. Die, wow, also für einen Dienstagabend ist mir die Folge gerade echt zu stressig. Komm her. Hey, hey, hey. So, das war Drecksack Nummer 1. Da ist noch ein Drecksack. Hey, eigentlich, streng genommen, bin ich der Drecksack, aber wollen wir jetzt auch nicht so genau nehmen, ne? Der andere ist darunter gefallen. Ich hoffe, er bleibt auch darunter gefallen. Dann gehen wir mal hier rüber. Holy crap. Wo kam der nur weg? Gab's wieder ein Update, das ich verpasst habe? So irgendwie. Und die Viecher sind wieder respawned. Immerhin können wir uns eine Schnecke holen. Das ist doch auch was. So. Okay, das haben wir. Das ist keine Höhle, das ist einfach nur der Weg da durch. Also, wir haben den Kollegen da vorne angeschlossen. Wie viel brauchen wir davon jetzt eigentlich nochmal? Kupfer, habe ich gesagt. Und das auch noch mit so einer großen Spinne an, ey. Ey, guck mal, mir geht gerade ein bisschen die Pumpe und ich habe da sowieso Blutdruck. Mann!
Okay. Wir haben das. Ja, komm, wenn ich schon hier bin, dann mache ich jetzt auch eben das Eisen. Ist super, wie ich erzähle, was ich vorhabe, was ich auf keinen Fall machen werde, um dann exakt genau das nicht so zu tun, wie ich es gerade noch angekündigt habe. Ja, aber dafür liebt er mich. Chaotisch bis zum Geht mehr, oder? So, da ist Eisen. Ach ja, Kupfer wollte ich eben Schnecken reinschmeißen. Du bist... So, was habe ich gesagt? Ich brauche 400... Kupfer, 436. Diese Zahl ist größer als 436, also passt sie. Gut. So, jetzt gehen wir da hoch. Erstmal Magazin für Magazin darin versenken. Aber auch das ist ja kein Problem. Wir haben ja genug. Okay. Hier sind wir ziemlich genau unten drunter. Also wie genau unten drunter sind wir denn hier? Okay, das können wir tatsächlich. Ja, hauen wir erstmal den hier weg. So, das haben wir. Dann machen wir uns den Kollegen. Und sagen, wir hätten gerne nochmal 3 Stück davon. Zack, zack, zack. Und du, Kollege. Yes, ich glaube, dich setze ich mal lieber so, weil das ist wirklich... Ah, ist jetzt ein bisschen schief, aber... Das ist wirklich... echt nah dran. Bei dir haben wir gesagt, du machst 480 Teile. Wir brauchen 500 irgendwas, ne? 520. Dieser Wert ist größer als 520. Ja. Gleichzeitig, da unten ist der Höhleneingang. Ich hake das mal eben hier in meiner wunderbaren Excel-Liste ab. Bevor einer fragt, nee, das Ding ist nicht irgendwie besonders, das ist einfach nur, ich habe mir das Zeug aufgeschrieben, was ich brauche, einmal Summe gebildet für die 2 verschiedenen Fabriken und dann Attacke. So, Limestone fehlt uns noch, den haben wir hier auch irgendwo. Davon brauchen wir 501, das wird auch nochmal interessant. Ich glaube, da müssen wir irgendwie 2 anbuddeln oder so. Wir nehmen dich jetzt mit hier runter. Oder den da unten. Wir nehmen den da unten mit. In die Höhle rein. Und dabei finden wir direkt noch eine Schnecke. So. Hier drin ist gerade mächtig viel Behang. Wir schauen uns hier langsam um diesmal. Weil, wie ihr schon gemerkt habt, diese Spinnenviecher finde ich nicht besonders toll. Aber ich möchte auch nicht diesen komischen Katzenmodus machen. Der ist irgendwie noch gruseliger. Ich mag keine Katzen. Fledermäuse. So, hier müssen wir den ganzen Spaß nachher auch rausbringen. Ja, das kriegen wir schon. Eieieiei. Da ist wieder so ein Ding. Okay.
Ja, ich weiß, ich soll das holen. Okay, dann musst du... Ja. Ist ja gut, ist ja... Bin ja schon auf dem Weg dahin. Ich habe das Gefühl, ich höre hier noch wenigstens eine. Ja, einmal den da rausnehmen, sonst geht mir das Ding die ganze Zeit auf den Senkel. Wie jetzt zum Beispiel? Ja, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen weiter in diese Richtung, also nicht darum. Dann würde ich sagen, versuchen wir es weiter da lang. Ja. Jetzt Höhlenforschung auch mal anders. Und das Stromzeug hat sogar noch einen Sinn hier drin. Da vorne ist auf jeden Fall irgendwas, was ich mitnehmen kann. Das ist Quarz. Gut. Oh, diese Höhle ist das. Okay. Wir fangen an. Mit dem Kollegen. Und haben wir noch Platz? Ich glaube, ich mache direkt die 6 Stück davon fertig. Weil mit denen kriegen wir dann hier drin beide Quellen erschlossen. Die brauchen wir nämlich auch, weil... 1, 2, 3, 4, 5. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Wir brauchen nämlich von dem Zeug 916. Eine total bekloppte Zahl. Aber egal. So, du gehst schon mal in diese Richtung. Da ist nämlich der Weg. Dann schließen wir dich auch direkt an. Und bewegen uns mal weiter da lang. Hier sind eine ganze Menge Schnecken. Finde ich ganz nett. So. Du bist jetzt schon bei 720. Das ist die Frage, nehme ich den anderen einfach nur so? Wie viel habe ich denn hier eingeplant? Ich habe 2 Schnecken eingeplant. 720. Das heißt, ich muss noch 200 bei dem anderen rausholen. Das machen wir auch so. Okay. Da ist eine Schnecke. Wo wäre denn jetzt das nächste? Einfach weiter gerade durch. Weiter gerade durch ist gut. Hier ist Limestone. Ist das normal? Bei normal komme ich da auf die 500. Oh, schauen wir mal. Das weiß ich gerade nicht. Aber den könnten wir uns auch von da holen und dann ist doch alles gut. Ich gehe jetzt einfach mal da in die Richtung. Ich höre dich, ich sehe dich nur noch nicht. Ah. Sag mal. Holy crap. Da sind so viele Schnecken. Ich lasse die erstmal liegen. Die sind mir gerade ein bisschen... Na, hier sind viele Spinnen, die gehen mir auf den Zwirn und... Eieieiei.
Da ist das andere Quarz. Okay. Wahrscheinlich ist da auch nochmal ein Ausgang. Guck mal. Dich ziehen wir hier hin. Du gehst daneben. Und gehst... Na, kommst du her? Da dran. Und du machst 240... Warum habe ich denn 2 eingeplant? Er ist total bescheuert. Er ist doch easy. Jetzt haben wir doch, ne, 720 plus 240 sind 960. Das reicht doch schon. Guck mal, spare ich sogar eine. Easy. Okay. Überall Schnecken hier drin. Was brauche ich denn noch? Ach ja, das war das. Wir haben jetzt noch 2 aufzustellen. Das ist einmal das Uran und einmal Limestone. Wir gehen jetzt hin, nehmen uns von hier aus. Ich habe keine Alklat. Okay, das ist wieder etwas, was ich ohne euch mache. Nochmal in diese Höhle gehen. Vielleicht hole ich mir dann auch die Schnecken. Bin nicht mehr ganz so Schisser. Ist doch schon wieder. Sag mal. Eieieiei. Wo? Wo? Was soll ich hier jetzt noch harvesten? Sag mal. Du bist so bekloppt, weil du lügst mich an. Hier ist kein Artefakt. Wahrscheinlich außen oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch gerade egal. Will ich ihn hier haben. Kann ich eh nichts mit anfangen. So. Wäre ich clever gewesen, hätte ich diese dämlichen Platten mitgenommen. Macht aber nichts. Habe ich wenigstens noch was zu tun. Okay. Einmal hier rum und da geht's wieder raus. Und zum Glück habe ich das geschafft. So. Okay, wir sind hier. Da ist jede Menge Kohle und da hinten irgendwo ziemlich genau über diese Kohle hinweg in die Richtung müsste Limestone sein. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir den auch kriegen. Dann hätte ich heute sogar tatsächlich, obwohl ich was erzählt habe, was komplett anderes gemacht habe und dann doch wieder revidiert habe, hätte ich dann tatsächlich mal mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe. Kommt ihr noch mit? Ist ja wunderbar. Das da ist Limestone, oder? Ja, okay. Ich bin ehrlich, ich hätte es so nicht erkannt. Gerade. So, dir habe ich 5-mal in den Popo geschossen. Dir habe ich 5-mal in die Seite geschossen. Ist doch gut. Weil habt ihr da eine Gewerkschaft gegründet, oder? Eine rennt hier noch lustig rum. Glaube ich. Aber wo? Bist du das? Nein, du bist tot. Ihr wart doch gerade noch eine mehr, oder? Ist ja auch egal, ich bin hoch genug. Ich würde ja sagen, die kommen nicht an mich ran.
Ja, da kommen sie ja, wenn sie springen. Zumindest die Großen tun das. Und die Großen finde ich halt ganz besonders übel. Yay, das haben wir. Guck mal. Oh, eigentlich hätte ich in der Höhle einen Screenshot machen sollen. Das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. So. 240. Ich habe gesagt, ich brauche davon 501. Ich habe ernsthaft dafür keine Schnecke eingeplant. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. 360. 480. Ich brauche hier drei Schnecken für. Ach, das da hinten waren die Schnecken, ich Idiot. Es wird besser. Hm? Trotzdem, beim Quarz habe ich drei eingeplant. Ich habe eine gebraucht. Manchmal bin ich ein bisschen daneben. Aber damit habe ich, abgesehen von Wasser und Uran, alles. Uran bringen wir ja per Zug ran, haben wir gesagt. Das heißt, ich muss noch irgendwie eine Zugstrecke bauen. Und ich glaube, das wird unser Projekt fürs nächste Mal. Ich werde in der Zwischenzeit da oben drüber. Ja, wir haben jetzt hier einmal unsere G-Ebene und darüber haben wir unsere Ebene mit den Ressourcen. Und da drüber packe ich mir noch eine Zugebene und dann kommt hier unten irgendwo der Bahnhof hin. Das heißt, da wird eine Strecke hin, eine Strecke zurückgehen und auf der linken und auf der rechten Seite jeweils eine Spirale hoch. Und das wird nochmal richtig spannend, wie ich das mache. Weil die müssen ja dann auch vernünftig da reingehen und auch vernünftig da wieder rauskommen. Weil dann kommt hier unten der Bahnhof hin. Irgendwo. Muss ich gucken, wo ich die richtige Höhe habe. Mache ich das denn? Nicht neben der Treppe, würde ich sagen. Ich glaube, ein Stückchen weiter rein. Oder mache ich es? Werde ich noch rausfinden. Da habe ich mir noch Gedanken drüber. Ich dachte in so Zeit, oh. Wie ist das eigentlich? Gefällt es euch etwas besser mit den halbstündigen Videos? Oder ist euch das, sagt ihr, nee, die Stunde war schon geiler und weniger selber machen? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit laufe ich da vorne wieder hoch, wenn ich jemals den Weg da aufgehe. Hallo? Oh, hi. Ja, ja. Ja, schon weg. Ah, guck mal, da geht's hoch. Ja, da kommt hinter dem Zeug erstmal. So. Also, muss nur hinter diese Tür kommen, dann ist alles gut. Eine von den beiden. Zack, durch. So. Okay. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen im Regen.